Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund Leben, Ihrem Gesundheitsmagazin hier im BLK TV. Ja, ich bin jetzt erst einmal auf der Suche hier im Bürgerhaus nach dem Chef vom Ganzen, nämlich dem 17. Diabetikertag, Dr. Carsten Mielek. Ja, liebe Zuschauer, ich habe ihn jetzt hier wiedergefunden und wir wollen uns nochmal unterhalten. Für Diabetiker sind die Gefäße, spielen eine ganz wichtige Rolle. Ja, das ist also natürlich starke Gefährdung der Gefäße durch die Verkalkung und gleichzeitige Schädigung der Nerven. Ja, wir sagen immer, das sind Läuse und Flöhe und das führt zu dem diabetischen Fußsyndrom mit ganz großer Gefährdung bis hin zur Amputation. Und deshalb achten wir da ganz genau drauf. Die Patienten haben hier beim Diabetestag die Gelegenheit, sich untersuchen zu lassen. Hier werden insbesondere die Arterien angeschaut, wie die noch durchblutet sind, um dann eine Einschätzung zu geben, was kann ich verbessern. Hier werden die Druckverhältnisse gemessen. Wenn ein Patient eine Millisekunde am Tag zu lange abrollt, weil da der Nerv kaputt ist, dann ist das mal schnell eine Tonne am Tag, die da drauf Belastung liegt. Und deshalb werden diese Untersuchungen hier umgesetzt und danach kann der Patient sich passend einlagen oder vielleicht sogar Schuhe besorgen. Das sind so unsere Hintergründe und einige wollen wir einfach sensibilisieren, mal wieder auf die Füße zu achten. Ja? Ich bedanke mich. Und wir, liebe Zuschauer, wir gehen ins Klinikum nach Naumburg und da haben wir uns mal kundig gemacht, ja, Venenerkrankungen. Die Klinik für Gefäßchirurgie gibt es seit 10 Jahren im Naumburger Klinikum. Sie ist leitender Bestandteil des interdisziplinären Gefäßzentrums. Die 3. Rezertifizierung ist hier momentan gerade am Laufen. Und natürlich hofft man, dass wie bei den vorangegangenen Zertifizierungsmaßnahmen alles gut über die Bühne geht. Das Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten ist breit. Ja, das Behandlungsspektrum bei uns ist eigentlich das klassische einer Gefäßchirurgie. Wir behandeln Erkrankungen der Venen, also als Beispiel zum Beispiel die Beinvenenthrombose, das Krampfaderleiden. Wir behandeln Erkrankungen der Arterien, hier als Stichwort das typische Raucherbein, also die arteriellen Durchblutungsstörungen der Beine. Wir behandeln Gefäßerweiterungen, Aneurysmen genannt. Einen großen Teil unserer Arbeit nimmt die Versorgung von Verengungen der hirnversorgenden Gefäße ein. Und wir sind ausgewiesenes Kompetenzzentrum für Schandchirurgie. Das sind gefäßchirurgische Eingriffe, die sich bei Patienten erforderlich machen, die an die künstliche Niere müssen aufgrund eines Nierenversagens. Auf alle diese Möglichkeiten konnten wir natürlich nicht näher eingehen. Wir haben uns dann für die Venenerkrankung entschieden, denn davon sind sehr viele Menschen betroffen. Ja, das ist verständlich, dass es interessiert, weil Venenerkrankungen insgesamt sehr häufig sind. Man geht davon aus, dass in Deutschland etwa, es gibt unterschiedliche Statistiken, 60-70% aller Menschen irgendwelche Venenprobleme haben, die dann in häufigen Fällen dann auch zum Besuch des Arztes führen. Welche Symptome, wie erkenne ich es jetzt als Laie? Naja, man muss wissen, die Venen transportieren das Blut aus den Beinen zurück zum Herz. Das heißt, die meiste Zeit am Tag, wenn man steht, wenn man sitzt, muss das Blut bergauf fließen. Die Flüssigkeit fließt nicht gerne den Berg hoch. Und wenn dieser Rückstrom zum Herzen in irgendeiner Weise gestört ist, dann kommt es zum Blutrückstau, der dann zu klassischen Symptomen führt. Die Patienten klagen über abends geschwollene Beine, über schwere Gefühle in den Beinen, Juckreiz, es ist angenehm, das Bein hochzulagern, weil ganz einfach bei der Hochlagerung das Blut wieder rausfließen kann. Die Beschwerden treten vorwiegend am Abend auf, wenn die Leute den ganzen Tag unterwegs gewesen sind. Und irgendwann treten dann auch Symptome auf, die man sehen kann. Und das sind dann die typischen erweiterten Venen in Form von Krampfadern. Stellt sich demzufolge die Frage, wie gefährlich sind Krampfadern? Ja, Krampfadern als solche sind nicht gefährlich. Wenn man mit gefährlich eine wirklich, wirklich immanente Beeinträchtigung des täglichen Lebens meint und auch nicht gefährlich, wenn man eine Gefährdung des Lebens meint. Es gibt Extremverläufe, wo dann Komplikationen des Krampfaderleidens letztendlich eine erhebliche Beeinträchtigung des Lebens mit sich bringen. Also wenn ich über viele Jahrzehnte Krampfadern züchte, dann kann es dazu kommen, dass ich ein sogenanntes offenes Bein bekomme. Das ist dann schon sehr beeinträchtigend.
Und es kann unter Umständen auch im Gefolge des Krampfaderleidens zu einer Thrombose und dann konsekutiv zu einer Lungenembolie kommen und die kann dann tatsächlich tödlich sein. Aber diese Verläufe sind gemessen an der Gesamtzahl der Patienten doch eher selten. Aber die Krampfadern sind, obwohl sie nicht gefährlich sind, halt für viele Leute sehr belastend, weil sie eben die Symptome machen, die ich vorhin beschrieben habe. Und wenn man die jeden Tag verspürt, dann ist das schon eine Beeinträchtigung, die letztendlich nervt. Es fiel in dem Zusammenhang das Wort Lungenembolie. Und da schrillen wohl bei jedem verständlicherweise die Alarmglocken. Naja, die Lungenembolie, die kann ich nicht vorher erahnen. Die kommt einfach, wenn sie kommt. Und das ist ein Akutereignis, was in vielen Fällen nicht so ausgeprägt ist, dass der Patient wirklich davon beeinträchtigt ist. Viele Lungenembolien passieren, ohne dass man die bemerkt. Aber es gibt auch die sogenannten fulminanten Lungenembolien, wo halt das Gerinnsel, was verschleppt wird, entsprechend groß ist. Und das kann dann durchaus tödlich sein. Aber das sind Akutereignisse, die sich eben leider nicht vorher ankündigen. Aber man weiß, dass eine Lungenembolie immer im Gefolge einer Thrombose entsteht. Und man weiß auch, dass die Gefahr, eine Thrombose zu kriegen, bei zum Beispiel Krampfaderpatienten deutlich höher ist als bei Patienten, die keine Krampfadern haben. Und deswegen ist letztendlich auch die Argumentation in Richtung Thrombosevermeidung, Lungenembolievermeidung immer eine wichtige, wenn man mit dem Patienten über die Dringlichkeit oder Notwendigkeit zum Beispiel einer Krampfaderoperation spricht. Wann sollte man aber nun den Weg zum Arzt finden? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also wenn der kosmetische Leidensdruck so groß ist, dass man sich dadurch deutlich beeinträchtigt fühlt. Das sind aber aus der Erfahrung des Arztes heraus die seltensten Gründe, die den Patienten zum Arzt führt. Der Rat des Chefarztes? Man sollte dann gehen, wenn die Beschwerden, die ja bereits genannt wurden, wie unter anderem schwere und geschwollene Beine, dann kein kosmetisches, sondern ein funktionelles Problem für das Bein sind. Also die tun dem Bein dann einfach nicht mehr gut. Und dann sollte man im gemeinsamen Gespräch zwischen Arzt und Patient klären, ob das dann schon ein Grund ist, an den Krampfadern was zu machen. Oder ob man sagt, nee, wir warten mal noch, behandeln konservativ, also auf andere Weise, nur nicht halt operativ, um die Beschwerden zu lindern. Ja, und wie sehen dann diese Behandlungsmöglichkeiten aus? Na, egal worauf das im Endschluss dann hinläuft, die Behandlung muss immer, sagen wir, auch eine Behandlung der Risikofaktoren beinhalten und die Beachtung entsprechender Verhaltensregeln. Also wenn ich weiß, dass Übergewicht zu einer Progredienz, zu einem Fortschreiten der Varizenbildung führt, dann ist der Rat zur Gewichtsreduktion immer dazugehörig, egal ob ich den Patienten operiere oder ob ich ihn nicht operiere. Wenn jemand einen stehenden Beruf hat, Friseurinnen zum Beispiel, dann kann ich denen ja nicht raten, einen anderen Beruf einzunehmen oder zu erlernen, sondern man muss dann den Menschen sagen, dann müssen sie halt in ihrer Freizeit eine Form von Ausgleich betreiben, der halt dieser statischen Belastung, also diesem langen Stehen, entgegenwirkt. Wandern, schwimmen, spazieren gehen. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die auch jetzt nicht groß erlernt werden müssen, sondern die man einfach wissen muss, dass man halt weiß, dass allein das Hochlagern der Beine, zum Beispiel abends beim Fernsehen, schon eine Erleichterung und eine Entlastung des venösen Systems mit sich bringt. Also so ganz einfache Dinge, die keinen großen Aufwand bedeuten, die aber doch wirklich zu einer spürbaren Unterstützung des Venensystems führen. Dann kann man versuchen, eine Venenentlastung, das ist sehr effektiv, zu erreichen, indem man das, was den Venen an Stabilität fehlt, ersetzt durch Stabilität von außen, also sprich einen Kompressionsstrumpf, der in vielen Fällen eine deutliche Linderung bringt, der allerdings, vor allem wenn man weiß, dass die Venenbeschwerden vor allem im Sommer auftreten, also wenn draußen 25, 30 Grad herrschen, dann ist natürlich so ein Kompressionsstrumpf nicht so unbedingt das, was man sich wünscht. Aber wie gesagt, der Strumpf gehört bei vielen Patienten zum Bestandteil der Therapie dazu. Und dann, wenn das alles nicht reicht, also Verhaltensregeln und Kompressionsstrümpfe, dann muss man invasiv behandeln, aber immer mit dem Wissen, dass nur selten eine sogenannte, wir nennen das eine absolute Indikation zum Handeln besteht. Es ist meistens nur eine relative. Und die relative muss ich halt mit dem Patienten absprechen und es muss im Gespräch erforscht werden, wie groß ist der Leidensdruck des Patienten. Und dann kann man sagen, okay, wir machen was Invasives. Das kann von einer Varizenverödung reichen bis hin zu einer operativen Entfernung der Krampfadern, wo es dann auch wieder verschiedene Methoden gibt, die alle ihr Für und Wider haben und wo man dann auch eine gezielte, auf den Patienten individualisierte Therapie durchführt. Abschließend kann bzw. muss gesagt werden, auf alle Fälle sollten Sie den Weg zum Arzt finden
und sich beraten lassen. Das sind ganz einfache, schmerzlose Untersuchungen, die man dann veranstalten muss. Also das ist eine klinische Untersuchung, damit man einen optischen Eindruck von dem Bein kriegt. Das ist das Gespräch ganz wichtig, dass man als Arzt erfragt, hat der Patient überhaupt was, was man auf die Venen schieben kann. Und es ist eine Ultraschalluntersuchung, auch die ist völlig schmerzfrei. Und danach ist eigentlich alles da an Erkenntnis, was man braucht, um dem Patienten helfen zu können. Nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben. Ihre Füße und Wohlbefinden liegen uns am Herzen. Das Team vom Meisterbetrieb CH-Check bietet ein vielseitiges Angebot im Bereich der Orthopädie, Schuhtechnik sowie frei verkäufliche Sanitätsartikel an. Laufganganalysen, Sensomotorik und medizinische Fußpflege gehören auch dazu. Meisterbetrieb CH-Check. Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Galileo, die neue Generation Fitness. Galileo-Training ist besonders schonend für das Herz-Kreislauf-System, wirkt durchblutungsfördernd und stoffwechselanregend. Es steigert die Muskelkraft, verbessert ihre Flexibilität und mobilisiert ihre Balance- und Koordinationsfähigkeit. Alle Informationen erhalten Sie im Live Naumburg im UTA-Einkaufszentrum in der Rosa-Luxemburg-Straße in Naumburg. Das ist die Gesundheitskasse. Gesundheit in besten Händen. Zum Beispiel mit der Arzneimittelberatung für Schwangere. Ein AOK Pluspunkt für Ihre Gesundheit. So, unter welchem Motto steht denn in diesem Jahr, es ist der 17. Diabetikertag, ja, das Ganze? Ja, Neues in der Diabetologie, das ist natürlich nicht so hoch neu eigentlich, weil wir oft dieses Motto hatten, aber es passiert einfach viel in der Diabetologie und deshalb haben wir uns dafür entschieden. Viele neue Insuline sind auf den Markt gekommen, sehr bewegend mit anderen und unterschiedlichen Wirksamkeiten. Es gibt ganz moderne Messtechniken, die wir früher noch gar nicht kannten, wo man also praktisch per Bluetooth seinen Zucker bekommt über Nacht am Tage. Und das stellen wir alles hier vor und man sieht ja auch, es wird unwahrscheinlich angenommen, wenn man sieht, was hier so passiert und hier so rumläuft. Ja, wie sieht es aus, die Tendenz? Steigende oder sinkende Zahlen von Diabeteserkrankten? Wenn wir wissen, dass der Diabetes ganz eng mit Bewegung, mit Essen zu tun hat und mit Vererbung, dann können wir uns vorstellen, was passiert, der Diabetes steigt. Ganz besonders bei Männern, jetzt im Vergleich zu Frauen, ganz besonders bei älteren Menschen, weil wir auch älter werden, stellenweise natürlich, und aber auch so das Mittelalter, so die 40-Jährigen. Da wird immer wieder bemerkt, dass sie schon Diabetes bekommen. Oftmals wird es dann doch nicht so deutlich festgestellt, sondern bei einer Betriebsuntersuchung oder so. Also die Zahlen steigen enorm. Man kann wirklich davon reden, dass es eine Epidemie ist, der Diabetes. Bei Diabetikern spielt ja auch die Haut eine Rolle. Bevor wir jetzt dazu kommen, gehen wir, liebe Zuschauer, erstmal ins Asklepios Krankenhaus auf Weißenfels. Dort trafen wir uns mit Dr. Wetzig und es ging ja um den schwarzen Hautkrebs. Ja, Dr. Wetzig, wir hatten ja bereits das Thema mal weißer Hautkrebs. Jetzt wollen wir mal schauen, die Sommerzeit steht ja vor der Tür und wir gehen doch mal auf diesen schwarzen Hautkrebs ein. Zu Beginn, wie merke ich es, bevor ich jetzt einen Arzt aufsuche? Also meistens sind diese Läsionen oder diese Tumoren am Anfang ganz stumm. Manchmal ist ein Juckreiz sozusagen zu verspüren, aber meistens ändern sie sich nur sozusagen ein bisschen im Aussehen. Sie wachsen, werden größer, werden unregelmäßiger. Also deswegen ist es sinnvoll, auch mal seinen Körper anzuschauen, Selbstinspektion als Thema, um sozusagen solche auffälligen Läsionen zu erkennen und dann gegebenenfalls dem Arzt vorzustellen. Da sind wir dann gleich beim Thema, wie steht das Ganze dann? Wie ist die Kontaktaufnahme? Kann ich hierher kommen oder kann derjenige hierher kommen? Ja, wir haben die Möglichkeit einer ambulanten Behandlung in unserem medizinischen Versorgungszentrum Weißenfels. Dort sind mehrere spezialisierte Hautärzte, die sich dann dem Problem annehmen können. Und der Dermatologe hat dann die Möglichkeit, mit einer speziellen Auflichtmikroskopie
mit einem speziellen Auflichtmikroskopiegerät diesen, ich sag mal, verdächtigen Herd besser zu untersuchen und dann insgesamt einzuschätzen, ob es ein gutartiger oder ein bösartiger Tumor ist. Welche Möglichkeiten gibt es erstmal jetzt der Erkennung? Ist es gutartig, ist es bösartig? Und wie ist dann der weitere Werdegang? Also man kann als Patient sozusagen schon eine kleine Vorauswahl treffen. Es gibt die sogenannte ABCD-Regel. A steht für Asymmetrie, also wenn der sozusagen asymmetrisch ist, nicht rund, das ist ein Punkt, wo man hellhörig werden sollte. B steht für Begrenzung, also unscharfe Begrenzung ist eher schlecht, scharfe Begrenzung ist gut. Dann das C steht für Color, also wenn verschiedene Farben auftreten, gräulich, bläulich, rötlich, bläulich, dann ist das ein Hinweis, wo man mal genauer schauen sollte. Und D steht für Durchmesser, alles was über 0,5 cm ist, wäre dann auch was auffällig ist. Und wenn mehrere von diesen Punkten sozusagen zutreffen, dann denke ich, ist es angeraten, diesen Herd einfach mal dem Hautarzt vorzustellen. Welche Möglichkeiten gibt es dann, wenn es sich dann herausstellt, es ist schwarzer Hautkrebs? Also der nächste Schritt wäre dann, wenn eine verdächtige Läsion ist oder wo man sagt, man ist nicht sicher, es könnte etwas sein, würde man mit einer kleinen Lokalanästhesie das Gebiet betäuben und diesen Tumor herausschneiden, mit einem geringen Sicherheitsabstand erstmal. Und dann würde dieser Tumor untersucht und der Pathologe gibt uns dann das Ergebnis, ob das sozusagen ein Melanom ist oder eine Vorstufe oder ein gutartiger Tumor. Was kann dann getan werden? Das Melanom ist in einem frühen Stadium fast zu 100% heilbar. Das heißt, dann, wenn es ein Frühstadium ist, würde man einfach dann noch eine Nachexzision machen, abhängig von der Tumordicke, 1 oder 2 Zentimeter. Und natürlich, wenn es schon ein fortgeschrittener, sagen wir mal, Hautkrebs ist oder ein fortgeschrittenes Melanom, dann würden auch weitere diagnostische Maßnahmen durchgeführt, wie eine CT-Untersuchung und auch die Entnahme eines Schildwächter-Lymphknotens. Also das ist aber erst für fortgeschrittene Tumoren indiziert. Bei frühen Melanomen reicht eigentlich die Nachexzision mit 1 Zentimeter. Ja, schwarzer Hautkrebs, ist das vererbbar? Sind das Anlagen? Wo kommt es her? Ist es nur die Sonne? Also es gibt verschiedene Risikofaktoren, die von Bedeutung sind. Wenn man in der Familie schon mal einen Hautkrebs gehabt hat, einen schwarzen Hautkrebs, also ein Melanom, dann sind natürlich auch die Nachkommen, haben ein höheres Risiko, ein Melanom zu entwickeln. Des Weiteren ist sozusagen der helle Hauttyp, rothaarige, blonde Patienten sind stärker gefährdet und natürlich spielen dann Sonnenbrände in der Kindheit eine wichtige Rolle, auch im Erwachsenenalter, die können sozusagen die Entstehung eines Melanoms fördern. Ja, wir möchten natürlich die Zuschauer nicht verschrecken, aber ansprechen möchten wir es doch. Wie sind jetzt, wenn es schon fortgeschritten ist, der schwarze Hautkrebs, die Heilungschancen? Also bis vor 5 Jahren waren sie sehr schlecht, muss man sagen. Da hatten wir nur die Chemotherapie zur Verfügung. Aber jetzt gibt es neue Therapien. Das ist eine sogenannte Immun-Checkpoint-Blockade, wo man das Immunsystem sozusagen aktiviert. Und da sind wirklich Erfolge in den letzten Jahren erzielt worden, sodass auch Langzeitüberleben beim Melanom möglich ist. Das ist eine neue Entwicklung. Da wird sich auch in den nächsten Jahren noch viel Neues tun. Aber da ist wirklich ein Durchbruch in der Medizin gelungen, sodass sich auch für Patienten mit einem metastasierten, also fortgeschrittenen Melanom, die Perspektiven deutlich verbessert haben. Das klingt natürlich sehr gut. Ja, aus Ihrer Sicht zum Abschluss, geben Sie unseren Zuschauern einen Tipp. Also das Wichtige beim Melanom ist einfach, dass man es früh erkennt. Und da hat jeder auch eine Selbstverantwortung, weil jeder kann sozusagen seinen Körper anschauen oder den seines Partners. Und wenn man frühzeitig das Melanom erkennt oder eine Vorstufe davon, ist es fast zu 100% heilbar. Und denke ich, das kann man den Patienten mitgeben. Also Vorsorge ist wichtig. Ab dem 35. Lebensjahr besteht ja ein Anspruch auf eine Hautkrebsvorsorgeuntersuchung alle 2 Jahre für gesetzlich Versicherte. Und es ist nur jedem anzuraten, diese Möglichkeit auch wahrzunehmen. Und wir können das auch bei uns hier im MVZ Weißenfels anbieten. Wir haben mehrere Ärzte, wie gesagt, und da können gerne Termine ausgemacht werden. Ich bedanke mich.
Ja, und auch für Diabetiker, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, ist die Haut besonders wichtig. Ja, also man kennt natürlich die klassischen Gefährdungen fürs Auge, für die Niere und für die Füße. Aber die Haut ist ein sehr großes Organ, eins der größten Organe, das wir eigentlich haben. Und beim Diabetespatienten werden die Nerven gestört, die Haut versorgen. Dadurch wird die Haut trocken, rissig, es bilden sich Eintrittspforten. Und deshalb ist es zum Beispiel wichtig, dass der Patient seine Haut pflegt. Mit bestimmten Cremen, die nicht angreifen oder sowas. Außerdem ist es natürlich sehr wichtig, dadurch, dass ich sehr hohen Zucker habe, werden auch Entzündungen stärker, schneller sich ausbreiten. Bakterien, Pilze, das ist eine Riesengefährdung, wird oft unterschätzt. Und ist eigentlich auch eine Komplikation des Diabetes. Auch da weisen wir hier hin und sind darauf vorbereitet. Ja, ganz wichtig bei Diabetikern ist ja auch die Ernährung. Ja, das ist ein großes Thema. Wir alle wollen natürlich jede Kochshow, gucken wir uns an, freuen uns, haben Appetit drauf und sowas alles. Aber die gesunde Ernährung geht da manchmal ein bisschen verloren und ist beim Diabetes sehr wichtig. Wenn ich eine so eine Cola trinke hier zum Beispiel, dann habe ich 10 Steinchen Würfelzucker aufgenommen. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Ja? Und wenn wir danach zu noch die Werbung sehen, deshalb ist die Aufklärung sehr wichtig. Deshalb freue ich mich, dass auch viele sich dessen Thema angenommen haben und hier über die Ernährung was darstellen. Wir haben also wirklich ein bisschen was gebacken, gekocht. Die Selbsthilfegruppe hat darauf geachtet und das ist wichtig. Gut, bevor wir jetzt hier weitergehen, liebe Zuschauer, gucken wir ganz einfach mal, auch wenn Sie nicht Diabetiker sind, sollte man aufs Gewicht achten. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Schauen Sie ganz einfach mal. Irgendwie Metabolik heute hier in Zeitz zum Fotoshooting. Das hat einen Grund. Genau. Also wir wollen mal dieses Metabolic Balance Programm noch mal ein bisschen in die Öffentlichkeit drücken und haben deshalb erfolgreiche Teilnehmer hier heute mal ins Fotostudio Hirsch eingeladen, um hier wirklich mal zu zeigen, wie die Teilnehmer vorher aussahen, wie sie nachher aussahen. Und das sind halt alles Teilnehmer, die schon fertig sind, manche schon über ein Jahr und die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, auch mal etwas zu dem Programm zu sagen, ob es gut ist, ob es schlecht ist, ob es erfolgreich war, ob es nicht erfolgreich war, ob es schwer war, ob es leicht war. Ihr wisst ja alles selber. Ne? Und wir haben heute auch mal Teilnehmer mit rausgesucht, die an bestimmte Krankheitsbilder gebunden sind, vom Diabetes über Rheuma, und auch ein paar Teilnehmer mit ausgesucht, wo man sagen kann, ist es für jedes Alter was dabei. Zu meiner Rechten vor uns, das ist die Familie Berger. Die haben das Metabolic-Programm gemacht, schon vor einem Jahr, und haben seitdem ihr Gewicht gehalten, sind super erfolgreiche Teilnehmer. Der Herr Berger hat 40 Kilo abgenommen und hält sein Gewicht seit einem Jahr. Ist also eine super Leistung. Alle, die ihn kennen von früher, erkennen ihn wirklich nicht wieder und er fühlt sich wirklich pudelwohl. Und seine Ehefrau wollte ihn natürlich nicht alleine lassen und hat mitgemacht und hat auch 14 Kilo abgenommen. Ja? 18 Kilo, oh Entschuldigung, also 18 Kilo und hält ihr Gewicht auch plus minus. Ja, also man muss sagen, es schwankt immer mal so ein bisschen hoch und runter, aber sie halten das Gewicht ganz perfekt. Jacqueline in der Mitte hier ist eine Diabetikerin, Typ 2 Diabetes, und wurde uns geschickt vom Dr. Milek aus Hohenmölzen, von unseren Diabetologen, und er hat halt gesagt, wir sollten es halt mal mit der Ernährung probieren, ob wir da noch was retten können. Sie hat gespritzt 116 Einheiten Insulin, hat angefangen, Jacqueline, wann? Im Februar? Ja, im Februar hat sie angefangen diesen Jahres und liegt mittlerweile bei ganzen 5 Insulineinheiten am Tag. Ohne irgendwelche große sportlichen Aktivitäten, wirklich durch die Ernährung gestaltet. Und dann haben wir noch die Nicole. Nicole ist eine Patientin, die mit Rheuma zu tun hatte oder hat und über das Metabolic-Programm ein bisschen Linderung ihrer Beschwerden und ein bisschen paar Symptome abbauen wollte, was uns super, super gut gelungen ist. Ja, wie schaut es heute aus nach Metabolic? Also ich habe 14 Kilo abgenommen und mir geht es sauwohl. Ich habe noch Rheuma, aber halt nicht mehr so in dem Maße, wie ich es vor einem Jahr hatte. Ja, gerade wenn man Diabetiker ist, was würden Sie jetzt unseren Zuschauern oder Betroffenen ganz einfach raten? Ja, der Ernährung umzustellen, das hilft auf jeden Fall. Ja, und nach Metabolik eben halt leben. Also das super Programm, hätte ich nicht so gedacht. Ich war sehr skeptisch, wo ich angefangen habe, aber das war wirklich super rein
abgehauen, muss ich sagen. Was war jetzt der Anlass? Nur das Gewicht oder gab es schon gesundheitliche Probleme? Na, bei mir war es Gewicht und ich hatte auch schon Blutfettwerttablette und Anfang zum Zucker. Mhm. Aber ich hatte eben 135 Kilo, das war eben auch schon wirklich Ende der Fahnenstange. Ich habe das von einer guten Arbeitskollegin an ihr selber gesehen, habe gedacht, das probieren wir aus. Und das hat ja, wie Sie sehen, erfolgreich bei uns angeschlagen. Da sind wir glücklich. Genau, auf jeden Fall. Also die uns jetzt sehen, die kennen es kaum glauben, dass wir es noch sind oder dass wir, wie wir vor denen stehen, weil wir vorher waren wir doch Bobber und ganz andere Ausmaße. Ich hatte ganz andere Kleidung als wir jetzt. Und jetzt, toll. Jetzt hat sie ja nach 2 Jahren der richtige Alltag wieder, wo man nicht mehr ganz so nach Zettel und Vorschrift gehen muss. Was ist jetzt aber wichtig? Also immer Eiweiß zuerst, dann viel trinken, also Wasser einhalten, die 5 Stunden einhalten, also alle 5 Stunden essen und immer Apfel, einen Tag ein Apfel. Und das fällt nicht schwer? Überhaupt nicht. Das ist in Leib und so richtig übergegangen, man kennt es gar nicht mehr anders. Also das ist Herr Riedel, ein Teilnehmer, der voriges Jahr zu Ostern angefangen hat und der halt Gewichtsprobleme hatte und sich dahingehend verbessern wollte, weil er halt in seinem Rollstuhl auch beweglicher sein wollte. Und da kann man auch mal sehen, dass man auch nur mit Ernährung und wenig Sport das Ziel absolut erreichen kann. Und ihr könnt ihn gerne selber fragen, ne? Also wie wir das gestaltet haben. Wir waren am Anfang ein bisschen skeptisch, weil war für mich auch Neuland. Und wir müssen sagen, wir sind ein sehr erfolgreiches Duo geworden. Ne? Trio, die Frau muss man noch mit reinnehmen. Also ohne die wäre überhaupt nicht gelaufen. Ne? Seine Frau war der Dreh- und Angelpunkt in der ganzen Sache, ist richtig. Ja? Wie schwer war es aber, das Ganze jetzt überhaupt anzugehen? Für mich überhaupt nicht, weil ich mich vorher schon lange damit auseinandergesetzt habe und auch die absolute Bereitschaft hatte, das durchzuziehen. Und mir hat die Ernährungsumstellung insofern überhaupt keine Probleme bereitet. Es hat geschmeckt. Also Sie würden, wenn wir jetzt mal auf die Zuschauer jetzt mit ein bisschen mit eingehen wollen, ja, jedem das raten. Was würden Sie denen jetzt mit auf den Weg geben? Zunächst muss auf jeden Fall erstmal innerlich die Bereitschaft dazu da sein und auch ein fester Wille, das durchzuziehen. Weil es ist nicht einfach nur eine Diät, es ist eigentlich ja, eine Lebensumstellung, eigentlich eine völlige. Ja, so eine völlige Ernährungsumstellung, man bleibt dabei. Ja, das ist nicht so, dass man jetzt mal eben so ein halbes Jahr eine Diät macht und dann ist es gut, weil dann kommt ja irgendwann mal dieser Jojo-Effekt. Das ist richtig, und man sollte auf alle Fälle, und da ziehe ich ganz toll den Hut vor Ihnen, auch wenn Sie jetzt im Rollstuhl sitzen, nicht den Mut verlieren und optimistisch ins Leben reinschauen. Ja, ich sowieso. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Danke. So, und wen haben wir noch? Wir haben ja noch eine Teilnehmerin, nämlich die Jacqueline. Und hier haben wir mal keine Krankheiten. Hier haben wir eigentlich nur mal den Wunsch gehabt, einfach abzunehmen, um wieder in diese Sachen reinzupassen, die ganz hinten im Schrank hängen. Und das ist ihr außerordentlich gut gelungen. Sie hat über 23 Kilo abgenommen und ist heute ein ganz anderer Mensch. Aber sie kann selber mal was dazu sagen. Wie schwer war's? Eigentlich ganz einfach. Hingehen, sich am Plan halten und abnehmen. Und wie schwer war es, sich an dem Plan zu halten? Auch einfach, hätte man gar nicht gedacht. Hm? Weil man hatte ja doch schon im Hinterkopf, mal wieder eine Bikini-Figur zu haben. So, machen Sie jetzt, leben Sie jetzt Ihr Leben metabolikmäßig weiter? Sind Sie fertig jetzt mit Ihren, oder geht's weiter? Fertig, ja. Teils, teils. Also man nascht auch wieder, man hält sich schon mal nicht so dran. Aber es funktioniert sehr gut. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir Sie rundum informiert, gerade auch mit unserem letzten Beitrag über gesundes Abnehmen. Ja, das war's schon wieder. Wir sind am Ende unseres Magazins angelangt. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei. Es hat Sie alles, oder es hat Sie vielleicht sogar alles interessiert. Ich verabschiede mich. Ja, wir sehen uns wieder in 4 Wochen. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund. Tschüss, machen Sie es gut.